haben wir wieder der Let's Play Outlast Whistleblower. Und nun wollen wir mal gucken, was wir hier sehen. Er ist hier in der Nähe. Also mit der Schere, der hat mir schon nicht gefallen und der gefällt mir auch nicht. Kann man sich auch irgendwo groß... Er ist hinter uns! Wow. Weg, 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 weg hier! Wow. Geh weg hier! Ja, ich weiß, dass du... Wow. Er rennt uns hinterher! Wow! Lauf, 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 lauf! Er ist doch schlimmer als bei... Really? Da hat er uns nicht mehr gesehen! Nein, nein! Ich hab Angst! Ja, auf damit! Der auf damit, damit er sagt, aktivieren! Ja, auf mit deinem. Was macht er denn? Kannst du dich bitte einmal verziehen von dort? Wäre mal ganz gut von dir. Sorry, meine Beine ist auf Fuß. Na komm. Really? Ich muss den irgendwie weglocken. Er wartet direkt dort. Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf! Ich bin nicht... Lauf! Steh durch! Oh, oh, wie sind denn los? What do you see? Help! Whoever!
Ich schau wieder zu. Ich habe wieder zugemacht. Hier, damit ihr euch für euch alleine das Zimmer habt. Okay, gut. Das. Okay, so sehen Leute aus, die total gestresst sind und keine Ahnung, wie sie da, und die Stressbewältigung. Na, geht's dir ganz gut? Stressbewältigung? Die Therapie scheint so zu laufen. Jetzt wisst ihr's. Jetzt wisst ihr, welchen Stress habt, was ihr machen könntet. Aber solltet ihr lieber nicht zu Hause machen, weil, keine Ahnung. Nee, Scherz, braucht ihr nicht zu machen. Den Typ geht's halt nicht gut, er hat halt, keine Ahnung, 3 Monatsmieten nicht bezahlt, deswegen. Und sich ein paar Lotto mitgespielt. Ja, lass mich doch mal ausreden. Er hat bei Lotto gespielt und, ja, was soll ich denn sagen? Er hat verloren. Also ich sehe dir, was passiert, wenn Lottospieler verlieren. Nee, Scherz. So. Kann er bitte aufhören? Ah, hier hat einen, ist er doch. Zimmer. Wir müssen uns ein paar Wege aufhalten, dass wir uns verstecken könnten jetzt. Genau, also müssen wir zumindest ein paar Verstecke haben. Sieht so aus, als würde der Typ schon wieder. 273. Fast. Ah, das ist so. Wow. Was war das jetzt? Hallo? Kannst du bitte deine Kreissäge anmachen, wenn du in der Nähe bist? Du bist in der Nähe. Okay. Du hast das schon durchsucht. Du hast das schon gefrühstückt. Nein, ich... What the...
hier haben wir das Zimmer. Ah, gut. Alle hopp, rein damit. Oh, wir haben's. Hoffentlich sind wir denn jetzt erstmal. Ich sag's lieber gleich laut. Kommst du rein oder nicht? Willst du rein oder willst du diesen Raum rein? Ich will euch reinlegen. Dann können wir vielleicht miteinander reden. Willst du das? Nö. Sieht nicht so aus. Was ist das denn für ein? Ich wollte mit denen in Ruhe reden. Oh. Nicht drin. Sieht das wieder ein paar Betten zu verstecken aus? Oh! Dein Platz? You gotta get me killed. Fuck off. Ich will bloß wissen, wie man das Gas abstellt. Ich hab den Typen schon gesehen, er ist hinter mir. Hinter uns. Ja gut, ich wollte noch sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.